Für die Sicherung der Ernährung ist Kalkstickstoff als hochwertiges Düngemittel von besonderer Bedeutung. Er wird aus Kalk, Koks und Anthrazit gewonnen. Hier ist er noch in einem festen Block geformt. Im Hammerbrecher wird er zunächst zerkleinert, dann fein gemahlen. Die süddeutschen Kalkstickstoffwerke in Trostberg steigern laufend ihre Produktion, ebenso wie alle anderen deutschen Düngemittelfabriken. Trotzdem ist Deutschland auf diesem Gebiet von der Einfuhr abhängig. Auch die Produktion von landwirtschaftlichen Geräten ist eine vordringliche Aufgabe der Industrie. Das Sensenwerk Oberaudorf in Oberbayern beliefert nunmehr wieder das gesamte amerikanisch besetzte Gebiet mit Sensen. Vor dem Kriege betrug die Tageserzeugung 1000 bis 1200 Stück. Heute werden bereits 800 Sensen pro Tag hergestellt. Maschinen und Handarbeit ergänzen sich in diesem für die Landwirtschaft so wichtigen Industriezweig. Auch Dreschmaschinen werden wieder gebaut. In der Beuenheimer Fabrik beträgt die Tagesleistung 7 bis 8 Dreschmaschinen, gegen 30 bis 40 vor dem Krieg. Was wäre die Landwirtschaft ohne den Pflug, den ältesten und wichtigsten Helfer des Bauern? In der Pflugfabrik in Landsberg am Lech werden wieder 200 Pflüge pro Monat fabriziert. Es ist zwar noch ein weiter Schritt bis zur Leistungsgrenze, aber es gibt wenigstens wieder neue Pflüge. Im Kriege lag die Produktion vollständig still. Landwirtschaft im Aufbau. Eines der wichtigsten Kapitel der Nachkriegszeit. Nur bei intensivster Ausnutzung des Bodens und bei stärkstem Arbeitseinsatz wird es möglich sein, das Brot für das deutsche Volk in der nächsten Zeit zu schaffen.